Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu Let's Play Assassin's Creed Unity Dead Kings, dem DLC. Und wir haben hier in der letzten Folge die Guillotine-Flinte erhalten. Gute Arbeit. Lass dir das nicht zu Kopf steigen. Oh, wir sollten vielleicht mal hier die Laterne anzünden, dann machen die uns Platz. Habe ich ganz vergessen. So, und jetzt mal schnell wieder ausmachen. Um die Guillotine-Flinte als Mörser zu verwenden, halten Sie LW gedrückt und drücken Sie RT zum Zielen. Lassen Sie RT los, um zu feuern. Ziemlich geil. Oha. Dann wollen wir mal. Schreckensherrschaft. Ziemlich geil. Warte mal, haben wir noch welche überlebt? Finde ich gar nicht gut. Da probieren wir direkt nochmal aus. So, erledigt. Sehr schön. Und weiter kann's gehen. Oh, und da sind schon wieder die nächsten. Geile Waffe, muss ich mal sagen. Das ist der Anführer. Den müssen wir nur eliminieren. Du nimmst mir den Sieg nicht. Komm her. Boah, der hat das überlebt. Wie kann das denn sein? Du stirbst. Komm her jetzt. So, und jetzt flieht ihr Narren. Oh, da kommt noch einer. So, die laufen jetzt vor uns weg. Das ist ziemlich praktisch. Haben sie cool gemacht. Und der wurde schon wieder eingesperrt. Wie sollen wir jetzt mit dem sprechen? Achso. So, erstmal warten. So, jetzt können wir. Na, komm schon. Geht das denn jetzt gerade nicht? Bin doch gar nicht in gar keinem Kampf. Wow, du bist besser als alle Geschichten. Die Geschichten sind ja auch nicht wahr. Ja, das kann man so sagen. Achso, er ist gar nicht gefangen. Er war uns quasi voraus. Glaubt er, das hört sich nicht gut an. In der Stadt erzählt man sich, dass der Marquis de Sade Fragen gestellt hätte. Das sind nur Gerüchte. Er ist mittellos und eingekerkert. Naja, mittellos nicht ganz. Wir sind schließlich sein Mittel. Der Marquis de Sade, interessanter Kauz. Nicht ganz sympathisch, aber naja. Warum lasst ihr jemanden wie Rose nach dem Tempel suchen? Unsere Ziele lassen ihn völlig kalt. Ich an eurer Stelle würde mich nicht mit ihm abraten. An. Nahrung, natürlich. Ah. Ihr sprecht ihren Eigennutz an. Aber ihr habt euch verrechnet. Eure Leute sind tot. Ich kenne das menschliche Tier. Was es fürchtet, was es mag. Ist Rose ein schlechter Mann? Ohne Zweifel. Aber ich, Napoleon, kontrolliere ihn und verwandle ihn in etwas Gutes für Frankreich. Die Menschen werden ihre Freiheit gerne aufgeben, solange sie die Hoffnung haben, an die Spitze zu gelangen. Mit dem Artefakt aus dem Tempel bringe ich ihnen die Illusion der Hoffnung. Und uns führe ich zum Ruhm. Wir müssen ihn stoppen und das Volk von Frankreich retten. Es zu retten verzögert nur das Unvermeidliche. Was hast du denn plötzlich? Du bringst dich für nichts und wieder nichts in Gefahr, kleiner Mann. Wenn du es nicht tust, mache ich es. Da, na super. Leon, komm zurück. Es aufzuhalten verzögert nur das Unvermeidliche. Das ist natürlich... Oh, gerade nicht die richtige Gelegenheit. Egal. Das ist natürlich eine Erinnerung an den Hauptteil der Assassin's Creed Unity-Reihe. An die Hauptstory, die ihr euch unbedingt auch nochmal anschauen müsst, falls ihr noch nicht gesehen habt. Das Finale war ziemlich spannend. So, wo bist du? Wir müssen hier wieder Geheimtüren öffnen, aber wir kommen gar nicht rein. Okay, wie sollen wir das machen?
Was ist denn da hinten? Das sieht doch gut aus. Ah, eine Truhe nur, schade. Deswegen ist Anno natürlich nicht gerade gewillt, Napoleon aufzuhalten. Naja, aber ich denke, es muss trotzdem getan werden. Eigentlich hat er ja auch mal eine Zeit lang mit Napoleon kooperiert. Füllen wir gerade nochmal hier auf. Nochmal Adlerauge, wie kommen wir da ran jetzt? Vielleicht da hochklettern einmal. Okay, hier können wir gar nicht hochklettern. Das ist eher schlecht, aber hier können wir hochklettern. So. Und jetzt, wo geht's weiter? Hier oder was? Oh, was war das denn für ein cooler Move? So, und jetzt, was jetzt? Nur dafür war das jetzt. Ich dachte, wir kommen jetzt dadurch da rein. Na toll, das hat sich ja mal gelohnt. Aber hier sind so Linien. Ah, was ist denn hier? Na komm, wo ist das zweite davon? Brauchen wir noch ein zweites, oder nicht? Ja, ich glaub schon. Hier vielleicht? Einmal nochmal Adlerauge. Ah, hier. Nee. Hä? Ach, wir müssen da hoch, oder was? Ich kann hier gar nicht klettern gerade, also das scheint nicht der richtige Weg zu sein. Ja, ich weiß es gerade nicht so genau, aber es sieht so aus, als müssten wir hier hoch. Aber ich komme hier nicht hoch. Okay, also das kann es nicht sein. Sehr merkwürdig, aber wo soll das denn sonst sein, wenn nicht da? Alles voller Ratten, das war richtig ekelhaft. Also eigentlich müssten wir nach da oben. Aber ich habe keinen Plan, wie wir da hinkommen sollen. Ah, hier. Vielleicht. Kommst du hier hoch? Nee, auch nicht. Aber, ah, Moment mal. Wir gehen mal hier hoch. Und jetzt gehen wir mal in die andere Richtung, nämlich nach rechts. Weg. Funktioniert ja super. Okay. Das klappt schon mal nicht. Aber wie sollen wir denn da hochkommen, bitteschön? Ah, hier vielleicht. Und wie kommen wir da hoch jetzt? Was für eine verzwickte Sache. Aha, hier kommen wir hoch. So, versuchen wir es also nochmal. So, da ist eine Leiter oder sowas. Nee, hä? Ich dachte, da kommst du hoch. Ach, komm schon. Nein, nicht da. Oh, Mann, oh. Egal, wir versuchen es nochmal. Wir können ja hier hoch. Also ein ziemlich krasses Rätsel hier gerade mal, was man lösen muss. So, und jetzt geht's mal hier weiter. Oh, wer ist denn da? Da sind ja Gegner. Das ist ja ganz toll. So, macht's gut, ihr Lieben. Aua. Oha, das war mal krass. Aua.
Aua, was für ein Gnadenstoß. So, und wir müssen weiter. Nach hier drüben. Einmal gerade Adlerauge. Wo müssen wir denn noch hin? Bis nach da ganz hinten? Krass. Da ist es tatsächlich. Oh Mann, ey. Was für eine krasse Sache. So, einmal hier interagieren. So, und jetzt können wir da endlich durch. Jetzt würde ich hier gerade mal gerne wieder runter, einfach. Nein, runter sollst du. Oh, zum Glück hat er sich noch abgefangen. Einmal gerade schnell heilen. So, und jetzt können wir hier durch. Ziemlich krass. Und jetzt nach oben den Ausgang finden und Leon finden. Der sich da ein bisschen zu groß in seiner Haut fühlt. So. Perfekte Paraden habe ich jetzt nicht geschafft. Ich wusste gar nicht, was ich machen muss. Aber egal. Wir rennen weiter hier durch Saint-Denis. So heißt es nämlich. Was soll das denn? Aber wir sind hier im Sperrgebiet. Na, ganz toll. Halt den Bastard auf! Zu langsam! Stimmt etwas. Nein! Ach, komm schon. Ich hasse das, wenn man abstürzt, wenn man gerade angeschossen wird. Das hasse ich. So, es reicht mir jetzt. Wir müssen jetzt nach da hinten und keiner wird mich aufhalten. Mann, Mann, Mann. Und Leon finden. So, jetzt sind wir wieder hier am Friedhof. Da vorne. Gib mir das Manuskript. Weshalb? Es hat mit der Sache nichts zu tun, oder? Ich verlasse das Land. Dafür brauche ich es. Und unsere Zukunft? Ein Frankreich, wo sich alle umeinander kümmern? Werd endlich erwachsen. Vergiss Frankreich. Du bist allein. Was hat dich nur zu so einem Blödmann gemacht? Du kannst nichts tun. Du verstehst es einfach nicht. Du bist genau wie die. Außenposten sind Gefahrenzonen, stand da gerade noch. Also die Erinnerung hat mir sehr gut gefallen. Auch Napoleon, der jetzt wieder drin vorgekommen ist, diesmal noch mehr als machtgierige Person. Oh Mann, ziemlich cool gemacht, finde ich das alles hier. Also mittlerweile macht es dann doch richtig Spaß. Letzte Folge war ja irgendwie noch so ein bisschen, also vor allem vorletzte, ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich schon bei der dritten. Die erste, da habe ich die Story noch nicht so ganz verstanden. Aber mittlerweile kommt man doch richtig rein in das Spiel, in den DLC, in den Download-Inhalt. Macht richtig Spaß. So, und wir müssen zur nächsten Mission. Ja, Arnaud, wie ihr vielleicht gar nicht wisst, deswegen, ich werde da auch nicht zu viel spoilern, aber der hatte da negative Erfahrungen am Ende von Assassin's Creed Unity, der Hauptstory, gemacht. Und deswegen denkt er, beziehungsweise, naja, also es gab da so einen Enddialog von ihm, Monolog, besser gesagt, wo er dann nochmal so erzählt hat, dass er ja, vor allem hat er auch mit Germain, falls ihr den kennt, nochmal geredet. Und der hat ihm da noch ein bisschen was eingeredet. War alles ein bisschen negativ gelaufen am Ende. Aber egal, ich will da auch nicht zu viel spoilern, denn wir machen jetzt mal weiter hier mit einem Schatten der Vergangenheit. Vielleicht Spawn, vielleicht ist das hier sogar selber. Also ich glaube, man muss die Hauptstory gespielt haben, um diesen Teil hier spielen zu können.
Denn das knüpft, glaube ich, alles ziemlich danach daran an. Naja, wir gucken mal, wie es weitergeht. Bonsoir. Geschlossen. Oh, jemand hat nach dir gesucht. Wer? Der Marquis? Elise? Elise! Warte! Elise! Halt! Elise? Was macht sie hier? Wir müssen sie einholen und rammen. Aber sie läuft vor uns weg. Also ich glaube, man muss wirklich den Hauptteil gesehen zu haben, um das jetzt zu verstehen hier. Komm schon. Elise, was macht sie hier? Ist sie eine bloße Erinnerung? Wer bist du? Ich nahm doch nur ein paar Sous. Hier. Ich suchte nach euch, Monsieur. Leon ist wieder zu Hause. Viel Glück mit ihm. Ich hatte einen Sohn. Tut mir leid. Nein, er lebt noch. Ich verließ ihn. Das Waisenhaus öffnete ich später. Das ist Liebe. Liebe kann ein Gefängnis sein. Sein Vater lehrte mich das. Hier, das Waisenhaus. Das ist meine Bestimmung. Leon sagte, ihr hättet Frankreich retten können. Kinder. Madame Margot? Er ist hinter dem Waisenhaus. Tja, und da kamen natürlich Erinnerungen auf. Sie sah nur so aus wie Elise. Hatte nur von hinten dieselbe Frisur. Ja, das ist natürlich ein Schock für ihn. Aber ich werde da jetzt auch erstmal nicht weiter drauf eingehen. Solange Arno es nicht selber tut, vielleicht spricht er ja gleich mit Leon darüber. Falls ihr eben doch noch nicht die Hauptstory gesehen habt, aber ich würde es auf jeden Fall nachholen, nicht, dass ihr dann noch gespoilert werdet, das finde ich nämlich immer scheiße. Da ist er. Kleiner Mann? Noch 3 Tage, bis mein Schiff in See sticht. Ja, na und? Ich hole das Artefakt. Und dann bin ich weg. Schön. Aber wie? Hast du etwa eine Karte, die zum Tempel führt? Die Liste der Relikte. Die Malereien in der Höhle. Ich wusste doch, dass ich die kannte. Sieh mal hier. Aber dieses hier fehlt. Ich meine das ernst. Ah, moi aussi. Komm in mein Zimmer, sobald du die 2 hast. Oui, Monsieur. Kinder. Ja, interessanter kleiner Kerl. So, mal gucken, was müssen wir machen? Ach, die Erinnerung ist schon abgeschlossen. Okay, 10.000 Francs. Erinnerung der Vergangenheit, ein Schatten der Vergangenheit. Naja, die Erinnerung hat mir auch sehr gut gefallen, weil die das doch irgendwie dann auch persönlich machen. Ich finde das cool, dass die beiden Stories verknüpfen. Man muss halt dafür dann doch den Hauptteil geguckt haben oder gespielt haben, aber trotzdem ziemlich cool. Naja, und ich glaube, wir sehen uns dann wieder in der nächsten Episode von Let's Play Assassin's Creed Unity. Bis dahin, macht's gut.